An einen wunderschönen Gute gewünscht. Wir sind immer im nächsten Wüke, dass wir hier in Herzen gute Kerl sind. Und fand das hin relativ schlecht gebaut, das war vor allem richtig. Und ja. Da gucken wir mal, was mein Aufseher mir zu sehen hat. Vielleicht muss schon Tür aufs Main. Weil ich gut sehe, noch schon ein bisschen mehr, wie du. Ba, 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 ba. Ist nimm dat, aber so schlecht. Doch nimm dat, ach was so schlecht. Ach, ich gehe gerne mit Weisheit weiter. Lass uns nur gewirrscht sein. Ah, mein Gesang ist klar. Ist alles in Ordnung? Ich gehe gerne. An der Hilfe uns selber und nein, stört ihr dem? Okay. Komm, Rickel einfach. Rickel und lauf mich schnell. 1 von 2. Story, Story, Story. Okay, cool. Da findest du jetzt eh von mir Schüler hier stehen. Wär cool. Das wollte ich neues Jahr tun dann. Cool gemacht. Mein Sith Lord, ihr kommt gerade rechtzeitig. Mhm. Die Akolyten sollten in Kürze zurückkehren. Knochengesicht hat etwas Unheimliches an sich. Er spricht kaum ein Wort. Aber er hat denselben entschlossenen Blick, den ihr damals hattet. Mogoto ni ompi bedwana. Ni bobo, choba uma. Ah, da bist du ja. Mein Sith Lord, es scheint, als hätten wir uns beide geirrt. Darf ich euch euren Akolyten vorstellen? Vielleicht habe ich mich doch nicht geirrt. Ah, Knochengesicht. Du lebst ja doch noch. Salek. Hm? Salek Asenem. Ja? Mein Name ist Salek. Oh oh. Oh oh. Du stirbst wen? Schnell gesehen. Eure Runentafel, mein Sith Lord. Merci. Sklavenabschaum! Hast du die Regeln der Akademie vergessen? Man ermordet keine anderen Akolyten. Und erst recht nicht in der Anwesenheit von Zeugen. Es tut mir leid, mein Sith Lord. Ich habe diesem elendigen Hund nichts beibringen können. Oh, ich lasse euch wissen, wenn eine neue Fuhre Sklaven eintrifft. Nee, guck mal, den ist doch gut. Okay, die Story seht ihr doch so. Schon gut, Hakun. Ich mag seine Art. Ja. Er hat einen Akolyten innerhalb der Akademiemauern getötet. In der Anwesenheit eines Aufsehers und eines Sith Lords. Ja. Und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, ist er ein Sklave. Die Traditionen der Sith verlangen, dass er hingerichtet wird. Ist mir egal. Ich bin hier der Sith Lord. Ich bin hier der Sith Lord. Hä? Widerstand ist dumm und fehl am Platz. Ich sage nur, wie es ist. Ich habe ja schon viel mitgemacht und erbärmliche Sklaven in Sith Lords verwandelt. Oh ja. Aber wenn wir uns nicht mehr an die Regeln halten und kaltblütigen Mord tolerieren, ist das Imperium dem Untergang geweiht. Ab, ab, ab. Sei versehen, dass man besser gelaufen. Ob dem Untergang geweiht oder nicht, ihr werdet diesen Tag nicht mehr erleben. Der doch macht überzeugen kennt man mir. Das war besser. Das ist gut für mein Ego. Mein Sith Lord. Ja. Ich mag dich. Ich glaube, du passt gut in meine Crew. Wenn ich verbündet, wo man Leute bringen, dann ist schon gut. What the fuck? Also, Flotte Dinge.
Okay. Kopfgeld. Inquisitor. Okay. Was ist ein Agent fehlt noch? Cool. Nice, 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 nice. Cool. Okay. Benutzt das Holo-Terminal auf deinem Schiff. Da kann ich auch gerade mit so ob Chef Rob teleportieren. Geh ich mal drüber. Ja. Ob Chef Rob teleportieren. Geh ich mal drüber habt denn. Ja, und da geht das schon. Nice, nice, nice. Jo. So können wir auch hier relativ gut viel ruhen. Ja, boah, vernehm's vorher, Lulut. Ah, cool. Wozu gehen schon mal rüber kurz? Immer eine Freude. Ich hoffe, Sie haben einen fantastischen Tag und fühlen sich nicht danach, ja, mich zu deaktivieren. Mein Sith Lord, hier ist Moff Valion Pyron. Ja. Es freut mich, euch berichten zu können, dass der Auslöscher fertiggestellt wurde. Ja. Aber uns bleibt nicht viel Zeit, um ihn einzusetzen, bevor Thanaton einschreitet. Ja. Der Prototyp wurde am imperialen Raumschiff Doombringer angebracht. Okay. Trefft mich dort. Ich habe bereits die Moffs eingeladen, die eurer Sache am nützlichsten sein durften. Ihr müsst nur noch die Überzeugungsarbeit leisten. Ausgezeichnet. Gute Arbeit, Moff Pyron. Ich treffe euch dort. Ausgezeichnet. Unter uns, die imperialen Techniker haben sich selbst übertroffen. Wir sehen uns auf der Doombringer. Doombringer. Die Doombringer. Wie das schon klingt. Okay. Reist du Doombringer. Mein Sith Lord. Ja. Ich freue mich darauf, von euch ausgebildet zu werden. Schreibe ich das ausgebildet? Okay, ich schieße zwar nicht, bloß ganz du bist mein Schüler, nicht mein Sklave. Du brauchst nicht unterwürfig zu sein. Ja, mein Sith Lord. Keine Angst, du gesagt, ihr Lord. Hakun hat sich wohl nicht die Mühe gemacht, dir was Nützliches beizubringen, wie zum Beispiel den Kodex der Sith. Töte oder du wirst getötet. Stimmt. So kann man es wohl auch sagen. Da ist was dran. Befehlt es und ich werde zuschlagen, mein Sith Lord. Ja. Gerade so brutaler, blutig wie ich. Geil. Das freute mir. Das freute mir. Das freute mir. Ganz natürlich scheinen wir schon Stoff reden. Warte mal, wo man. Ich bin hier heute. Nicht so. Heute Wender. Ich muss alles in die Kratzer verkaufen. Das nervt mich schon so ein bisschen. So geht die... Ach, so. Kein Gildebank. Ja, ich war in der Zeit gesehen, gell? Wir brauchen 12 Leute. Hm? Insgesamt. Merci. Das ist alles. Muss ich ihm schon Gildebank abmachen. Oh, Mann. Wenn ich schon kratzt dran. What the fuck? Da muss ich tatsächlich mal meine Leute abskinnen. Ja, wir beginnen als mal los zur Doombringer. Doom. Ah, das ist mal ein Spiel gehen, das tut dumm gehischt. Doom gehischt. Jum. Nix. Doombringer, Doom. Mal gucken, ob direkt in die Wand könnt. Ja, cool, weil okay geht kommen. Der Kind schon im Schloss direkt Teil abhellen, ist auch Platz.
nicht mehr vermischen ist, sprach den Tod an. Okay, jetzt habe ich so einen Tod. Ja. Ich gebe so ein. Dann sehen wir uns bei nächstes Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, Kowski, an.